So, da sind wir jetzt auch schon wieder bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Wir begeben uns gleich wieder zurück zum Jägerhain. Also nicht zur Höhle der Untoten, zum Jägerhain, nämlich zum Untotenkerker, den wir ganz zum Schluss der letzten Aufnahmesession geöffnet hatten. Denn erst mal sitzt hier zwischen den beiden Skeletten. Skelett voraus, aber Rache. Das ist hier zwischen den beiden Skeletten ein Typ. Who are you? I thought you were that bastard for a moment. You've set me free. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him. I am Kraiten of Myra. I travel from land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way, but he was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. You be careful of him. Pate, I think he said. He wears this rather unusual ring. You know it when you see it. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. Sure, I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker, so don't let him fool ya. Pate, the man with a strange ring. Watch out for the slimy rat. And don't you believe a word he says. I'll find a common footpad and put an end to his roguery. Ja, erstmal lernen wir die Geste von ihm, die Yay-Geste. Und mehr hat er nicht zu sagen. Also ja, das ist Kraiten, der Wanderer. Nicht aus Myra. Das nehme ich schon mal vorweg. Er ist nicht aus demselben Land wie Lucatil. Auch wenn er das von sich behauptet. Allein schon, wenn man ihn ein bisschen ansieht. Er trägt eine Axt und einen komischen Helm. Und ein Kettenhemd. Lucatil sah da schon ein bisschen anders aus mit ihrem Federhut und ihrem Schwert, vor allem weil sie ja mal angedeutet hat, dass Myra ein Land voller Schwertkämpfer sein sollte. Ja, das hier ist auch eine Geschichte, die sich durch jeden Souls-Teil zieht. Also sogar in Demon's Souls, ich habe Demon's Souls selber nicht gespielt, habe ich ja schon mal erwähnt, so ein Let's Play davon gesehen, gibt es diese Konstellation, die beiden Leute. Hier in Dark Souls 2 sind es jetzt Pate und Kraiten. In Dark Souls 1 kennen wir sie auch. Da ist es nämlich Ritter Lordwreck und Patches. Und auch in Dark Souls 3 gibt es diese Konstellation von zwei Halunken, die von sich gegenseitig behaupten, dass sie die Bösen sind und am besten tot sein sollen. Also so war es auch in Dark Souls 1. Da hört man irgendwann von Lordwreck, solange er noch lebt. Also Lordwreck of Karim, der goldene Ritter, den man in der Gemeinde der Untoten in der Kirche befreit, für die, die es gerade nicht mehr wissen. Der redet irgendwann davon, dass Patches ihn hinters Licht geführt hat. Und ich habe ja bereits erwähnt, dass Pate die Reinkarnation von Patches sein soll. Also er benimmt sich ziemlich wie Patches. Er sitzt gerne bei Fallen, tut so unschuldig und so weiter. Und ja, Kraiten ist die Reinkarnation von Lordwreck. Oder Lordwreck oder wie er auch immer heißt. Aus Karim. Viel dunkler, böser, wie man es nennen möchte. Und auch in Dark Souls 3, ohne dass ich jetzt spoilern will, gibt es diese beiden Figuren, die sich gegenseitig in Konkurrenz stehen. Und auch in Demon's Souls, habe ich schon in einem Let's Play gesehen, gibt es auch zwei Grabräuber,
die sich gegenseitig die Augen auskratzen wollen. Ja, wir haben mit ihm gesprochen und ihn befreit. Wenn wir jetzt hier rasten, müsste er theoretisch verschwinden, genau. Und wir können jetzt weitermachen hier in dieser Schlucht. Also ja, erstmal werde ich kurz hier nochmal lang gehen. Und hier die Skelette töten. Zum Glück ist mit der schweren Speerattacke sind das One-Hits. Und ja, wir haben einen Vorteil. Die Nekromanten hier respawnen nicht. So. Oh, da ist noch einer. Da war einer. Gut, wie ich sagte, hier kommen wir noch nicht durch. Dahinter wäre ein Rufsymbol. Sollten wir uns mal merken, vielleicht ist es nachher immer noch da. Das könnte ein PC sein. Lügner voraus, also ein Spieler. Ja, ein Player-Character. So, hier habe ich aufgeräumt. Also können wir jetzt hier ruhig über die Brücke gehen und uns vorsichtig vorantasten und diese ganzen Meuchelmörder ausschalten, die hier so gefährlich sind. Vor allem die Bogenschützen sind etwas gefährlich. Die machen nämlich Gift. Schaden. Also sie verursachen Vergiftung, vor allem wenn sie uns direkt treffen. Das ist immer ziemlich garstig. So, da oben waren wir, da war der Finstergeist. So, da ist die Brücke. Also da geht's wieder in die Skeletthöhle rein. Aua. Und ja, da hinten ist... Genau, der Bogenschütze. Und da drin sehen wir auch einen Bogenschützen, aber ich glaube, da drin ist noch mehr. Genau, der da. Um die Ecke. Also heilen wir uns mal kurz hoch. Für was haben wir 6-mal Heilung? Was zur Hölle ist jetzt passiert? Achso, ich hab auf den Bogen gewechselt. Den habe ich noch ausgerüstet. Hi, Kumpel. So. Und der da müsste auch sterben können. Ja. Arme Seele voraus. Ich habe die arme Seele gerade erlöst. 2 Flammenschmetterlinge. Nicht aufgeben. Weil den da können wir auch noch töten. So, da drüben ist eine Zugbrücke mit was Lootbarem, also was Plünderbarem. Da kommen wir allerdings erst später hin. Oh, aber wir sehen sie da rumstehen. Die ist nicht so toll. Mal sehen, ob wir sie von hier aus kriegen. Habe ich sie getötet oder hat sie sich zurückgezogen? Nein, sie ist noch da. So, das eine Mal nehme ich lieber in Kauf. Uah. Geh weg von mir, du blöde Kugel. Wow.
Ich weiß jetzt gar nicht, war das eine Nekromantin oder war das die nervige blaue Version? Trio voraus. Gut hinsehen, Rücken. Okay, hier ist ein ziemlich lauter Wasserfall. Boss voraus, versucht Verbündeter, ja. Felsbrocken voraus, deshalb versucht Boss, ja. Und hier wäre eine Bossnebelwand, das verraten die Zeichen netterweise. Oberhalb deswegen versucht fixieren. Auch gut. Weil hier drin müssten noch Untote lauern. Tun sie auch. Mal sehen, ob sie tötbar sind. Ja. Gut, dann war das die Nekromante, die wir gerade getötet haben. Und der da trägt sogar eine verrostete Krone. Gut, schnappen wir uns das Feuer hier. Dann können wir uns nämlich ein bisschen besser umschauen. Ja, Meister voraus. Das war die Nekromantin hier, die wir abgeknallt haben. Titanitscherben sind auch nett. So, und hier können wir eine Abkürzung für uns freimachen. Erstmal eine Estus-Vakur-Scherbe. Hier wäre ein Rufsymbol von Kraten, der Wanderer. Ja, also hier könnten wir Kraten, den wir gerade befreit haben, rufen. Für den nächsten Bossfight. Ach, allerdings denke ich mal, den Boss schaffen wir auch ohne Kraten. Erstmal will ich hier rüber jumpen. Menschenbild, Blutungsfall, Prismasteine einsammeln. Und wieder zurückspringen, sehr schön. Hat doch geklappt. Also ja, wir können uns jetzt in Zukunft aussuchen, ob wir nochmal den ganzen Weg durch die Mörderschlucht nehmen wollen. Oder ob wir uns durch die zwei Höhlen mit den Skeletten durchkämpfen, falls wir jetzt hier gleich sterben sollten. Was ich eigentlich nicht vorhabe. Auch wenn dieser Bossfight hier ziemlich heftig werden dürfte. Wir kommen nämlich bei den Gerippefürsten. Drei Untote, super Gegner. Vor dem wir einen nach dem anderen ausschalten sollten. Und nicht alle gleichzeitig. Und vor allem ihn hier als letztes. Okay, sie sind gerade ein bisschen harmlos, muss ich ehrlich zugeben. Wow, außer der Pyromant natürlich. So, wenn wir nämlich einen von ihnen töten... Oh, ich hoffe, ich spreche gerade nicht so laut, weil die Musik ist ein bisschen laut gerade. Genau, dann kommen... Skelette... an ihrer Stelle. Oh, wow. Warum sind das gerade so viele? Irgendwas hat sich hier verändert. Ach so, habe ich aus Versehen. Nein, der lebt noch. Okay. Ja, das ist doch spannend, hä? Gerade.
Vor allem, weil ich nicht genug Ausdauer habe. Um ordentlich rumracen zu können.